Wir sind ein privatwirtschaftliches Institut. Wir sind das Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH. Das heißt, wir stehen jedem offen. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wir sind ein Institut der Fachhochschule Südwestfalen. Egal was es ist, ob jetzt jemand sagt, oh, ich habe hier ein Problem, weiß nicht, ob das was fürs IFO ist, einfach anrufen, vorbeikommen, das Problem schildern. Also es gibt niemals, das lasse ich nicht zu, es gibt keine doofen Fragen. Es gibt immer nur doofe Antworten. Denn ich habe den Eindruck, dass Sie als Mensch etwas bewegt, was über das Übliche hinausgeht, nämlich dass Sie auch gesellschaftlich etwas bewegen möchten. Mit dem IFO ist mein Eindruck. Wenn ich Teilnehmer bin auf der Blechexpo und sehe Sie während Ihres Auftritts zum Blechforum und mich interessiert nicht nur das fachliche Thema Rückverfolgbarkeit, sondern auch das mit der Ausbildung, was kann ich tun, um mit Ihnen in Dialog zu kommen? Gute Frage. Einerseits kommen Sie einfach an unseren Stand. Das IFO ist auf dem Gemeinschaftsstand des VDWF, Verband Deutscher Werkzeug- und Formbauer. Herr Weibel, Sie sind ja ein engagierter Mensch, wie ich Sie im Interview in der letzten Woche kennengelernt habe. Das gefällt mir sehr. Sagen Sie mir, wann würden Sie sagen, bei dem Auftritt am 9. auf der Blechexpo anlässlich des Blechforums, das war ein guter Auftritt von Ihnen. Was müsste dann eintreten? Ich sage es ganz schlicht, wenn die Leute mich verstanden haben. Wenn man verstanden hat, was war die Botschaft, die der Herr Weibel rüberbringen wollte, und die Botschaft ist ganz einfach die, kümmert euch drum. Nehmt dieses Thema jetzt mal von jemandem, der eine völlig andere Sichtweise hier vertritt, ja, der nicht euer Kunde ist, der Böse, der droht und sagt, ihr habt da schlechte Teile geliefert und ich will Ersatz und ich drohe euch. Nein, wir sind, auch wenn es pathetisch klingt, Partner des Unternehmens und wir wollen Schulter an Schulter hier ein Problem lösen, das Problem des Lieferanten in dem Fall, also desjenigen, der da zu uns gekommen ist. Aber wir können es besser, wenn der Lieferant sich etwas vorbereitet, indem er zum Beispiel eine saubere Traceability uns zeigt und auch die physikalischen, also handfesten Rohstellmuster uns gibt. Ihr Appell zum Abschluss an Menschen, die sich für das, was sie machen, interessieren. Wie lautet Ihr Appell zum Abschluss? Ja, ganz einfach nicht reden, machen.